Guten Morgen zu Ad Astra. Ein kleiner Video heute zu einem großen Geschehen. Pluto steht still. Pluto ist stationär auf 29,5 Grad Steinbock und bewegt sich dort scheinbar nicht. Das ist natürlich genauso wie die Rückläufigkeit eine optische Täuschung von der Erde aus. Kein Planet kann wirklich stillstehen, aber für uns von der Erde aus beobachtet, bewegt er sich im Moment nicht. Und wir Astrologen und Astrologinnen nehmen ja ernst, was wir am Himmel sehen und nehmen das als symbolische Spiegelung. Wenn Pluto still steht, konzentriert er seine ohnehin schon extrem hohen Kräfte noch einmal zu mehr Dichte, zu mehr Konzentration. Wir können uns das vorstellen, wie Pluto ist ja eigentlich Herrscher der Unterwelt, aber wenn wir uns ihn mal wie einen Zen-Meister vorstellen oder einen Meditationsmeister oder Meisterin, dann, wenn er nun still steht, ist es wie, als ob er sich jetzt in seine innerste Mitte versenkt und seine Kräfte noch mehr sammelt als ohnehin. Und ich möchte eigentlich das Ganze jetzt gar nicht lange kommentieren, sondern habe euch einen poetischen Text dazu geschrieben, der auch auf eine intuitive Weise darstellt, was dieses Stillstehen bedeuten könnte. Und bevor ich den vortrage, vielleicht noch ganz kurz, wie es eigentlich dann zeitlich weitergeht. Am 19. November tritt Pluto dann in das Zeichen Wassermann über. Also er verlässt diesen letzten Steinbockgrad am 19. November und bleibt dann etwa 20 Jahre im Zeichen Wassermann. Also dieses Stillstehen ist jetzt auch ein letztes Atemholen im alten Erdelement und damit für uns bezogen auf unsere eigenen Erdkräfte oder auch materiellen Themen einfach ganz besonders wichtig. Nun also mein poetischer Text zu Pluto steht still. Pluto steht still, weil er es will. Seine Macht wird konzentriert, tief im Innern transformiert. Auf dem letzten Steinbockgrat endet alter Erdenpfad. Wirf ihn raus, den alten Mist, bis du ganz bereinigt bist. Schichte auf deinen Kompost, kratz ihn ab, den alten Rost. Rückgewandt stehst du noch da. Altes ist noch immer nah, zieht und hängt an deinen Beinen, fordert lassen, lösen, weinen. Kannst du's lösen oder lassen? Jenes alte Hadern, Hassen? Können jene Tränen fließen, die den neuen Keim begießen? Sieh, schon bald will er dort sprießen, wo der Wassermann uns grüßt, kosmisch Geistesstrom ausgießt. Pluto steht nah. Sein Wort lautet Ja oder machtvolles Nein. Lass ihn ein. Er mutet dir zu, dich zuzumuten. Seine tiefen Kräfte befreien sich im Bluten. Sein strahlendes Herz befreit sich aus Schmerz. So nimm ihn an, weil er wandeln kann. Was längst ist bereit, dich endlich befreit von Vergangenheit. Was ist denn die Zeit?
wenn nicht immer erneut wird altes Wollen und Suchen, Hoffen, Sollen in des Schicksals Kammern. Persephone kennt dein Jammern und steht dir immer bei. Aus Plutos dunklem Ei brütet sie neues Leben. Schon ist es uns gegeben. Doch müssen wir es wagen, das will uns Pluto sagen, der sich nun wieder wendet in diesen tiefen Tagen und Karma nun beendet. Ja, soweit mein gedichteter Transit. An Plutos Seite steht im Übrigen die Unterweltsgattin Persephone, falls jemand von euch sie nicht kennen sollte. Das ist also seine Gattin, die Herrscherin der Unterwelt, die jetzt zwar astrologisch nicht im Horoskop aufscheint, aber die wir uns natürlich mythologisch mitdenken dürfen. Also es gibt eine männlich betonte und eine weiblich betonte Unterweltskraft, Pluto und Persephone. Vielleicht mögt ihr auch den Mythos von Orpheus und Eurydike lesen, der einen Besuch in der Unterwelt bei Pluto und Persephone beinhaltet. Das wäre für die aktuellen Tage, für die aktuelle Zeit auch ein sehr passender Text. Danke fürs Zuhören. Eine gute und tiefgründige und wandelnde Zeit wünscht euch von Herzen Martin, euer Sternenbegleiter von Ad Astra. Tschüss.